Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Siris Bruder Nuka und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen zu verpassen. Und um der Frage gleich vorzubeugen, My Pride Folge 5 wird Ende Februar kommen. Aber genug herumgelabert und starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Nuka? Der eine oder andere von euch wird sich schon gefragt haben, hä, was, Siris Bruder, Nuka? Nuka ist doch Siris Sohn, hä, ergibt doch gar keinen Sinn. Aber tatsächlich gibt es einen Fancharakter namens Nuka. Diese sieht Siri zum Verwechseln ähnlich und ist ihr einige Minuten älterer Bruder. By the way, ein kurzer Hinweis, alles was wir hier besprechen, ist Legends und nicht Kanon, sprich, es wurde uns nicht in Filmen oder Serien bestätigt, sondern Nuka ist ein reiner Fancharakter. Er ist ein stolzer, eigensinniger und verspielter Löwe. Seine Eltern sind Baridi und Josie. Und seine Schwester ist Sira. Er lebt mit seiner Schwester und seinen Eltern im Wasserland. Er betont außerdem gerne Sira gegenüber, dass er der Ältere ist. Wo kommt Nuka vor? Nuka kommt im Fancomic König der Löwen verborgene Geschichten vor. In Kapitel 9 mit dem Titel Nichts als Lügen erzählt Sira ihre Tochter Vitani von ihrer Kindheit. Sie erzählt ihr, wie sie als Kind immer ins Wasser ging, was ihnen eigentlich verboten war, um anzugeben. Allerdings wurde sie dann von ihren Eltern einmal erwischt und bekam ziemlichen Ärger dafür. Daraufhin wurde sie von ihren Freunden ausgelacht. Daraufhin sagte sie ihnen, dass sie das Ganze schon satt hat und irgendwann ein eigenes Rudel gründet, in dem es keine Regeln gibt. Allerdings glaubten ihre Freunde das noch immer nicht und Sira machte sich nun traurig auf den Weg und lief weg. Allerdings bemerkte das ihr älterer Bruder Nuka und verfolgte sie. Sira bemerkte das und wollte ihn eigentlich wieder nach Hause schicken. Allerdings wollte Nuka sie nicht alleine lassen und begleitete sie auf ihrem Weg. Am nächsten Tag bemerkten allerdings ihre Eltern, dass Nuka und Sira weg waren. Sie machten sich sofort und panisch auf die Suche nach den beiden. Mittlerweile hatte es auch zu regnen begonnen. Sira und ihr Bruder begaben sich nun ins Wasser. Allerdings merkten sie dann schnell, dass das keine gute Idee war, denn Nuka blieb im Schlamm stecken. Er wollte Sira eigentlich nun überreden, zurückzugehen, weil es zu gefährlich sei. Allerdings nahm Sira ihn nicht ernst und ging weiter. Aber nun bemerkte auch Sira, warum ihre Eltern ihnen verboten hatte, ins Wasser zu gehen. Sira wurde von der Strömung erfasst und in die Tiefen gezogen. Nuka wollte seiner kleinen Schwester eigentlich noch helfen, konnte sich aber nicht aus dem Schlamm befreien. Und durch den unaufhörlichen Regen stieg das Wasser an. Und während Sira von den Wassermassen mitgerissen wurde, ertrank Nuka scheinbar. Und da wir uns hier im dritten Teil nicht wirklich mit der Fanszene befassen können, da Nuka ja aus der Fanszene kommt, gibt's hier noch ein paar kleine Funfacts zu ihm. So Leute, jetzt wird's kompliziert. Siras Bruder Nuka basiert eigentlich auf einer Plüschfigur von Siras Sohn Nuka. Dieser hatte scheinbar so anders ausgesehen, dass die Zuschauer dachten, dass das ein eigener Charakter sei. Der Name Nuka bedeutet übersetzt Gestank. Außerdem ist für diese Fantheorie anzunehmen, dass Sira ihren Sohn Nuka nach ihrem verstorbenen Bruder Nuka benannt hat. Da ich diese Story im Comic extrem traurig finde, versuche ich mir selbst irgendwie einzureden, dass Nuka, also Siris Bruder, das Ganze irgendwie überlebt hat. Ich meine, im Comic wird nirgendwo genau gesagt, dass Nuka ertrunken ist. Dementsprechend wäre es durchaus möglich, dass er eventuell auch noch am Leben ist. Aber die wichtigste Frage ist natürlich wie immer, was haltet ihr von Nuka? Glaubt ihr, dass da was dran sein könnte und Sira eventuell wirklich einen Bruder hatte namens Nuka? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!